das erste Mal aufmerksam auf dieses Center bin ich vor einem Jahr geworden. Mir wurde ein Tipp gegeben von einem Freund, der für die Hilton Company arbeitet, an die ja das Hotel hier vermietet ist. Ich habe dann letztes Jahr einen ersten Besuch hier, ganz normal, als normaler Besucher ohne Führung gemacht und mir alles zeigen lassen und war sehr, sehr beeindruckt von den Möglichkeiten und habe mir gleich gedacht, dass das derzeit, glaube ich, in Westeuropa das Zentrum ist, was für die tatsächliche Arbeit, die die Trainer durchführen wollen, das absolute Nonplusultra ist. Trainingslager zu machen oder für uns zu machen, war dann im Januar geboren, als ich mal geklärt habe, was hier die Preise sind, wie das mit den Flügen wäre und ich feststellen musste, dass das Gesamtpaket auch gar nicht hier teurer ist als das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wenn man das dann in Vergleich setzt, ist die Leistung dafür deutlich besser, weil man viel mehr an Ertrag bekommt durch das, was hier alles möglich ist. Und dann der besonderen Situation mit dem Trainerwechsel geschuldet, konnte ich aber ganz lange nicht buchen. Und einen Tag, nachdem wir mit Casper übereingekommen waren und gesagt haben, dass wir zusammenarbeiten werden, habe ich ihm sofort gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell das Trainingslager buchen und ich habe eine super Idee. Das habe ich gesehen und ich war mittlerweile auch hier nochmal und habe alles inspiziert. Und er hat gesagt, er hat nur davon gehört und alle, die ihm erzählt haben, haben gesagt, es ist unglaublich gut. Dann haben wir es ganz schnell gebucht, sind hierher gekommen. Und die Tage bis jetzt haben uns in allem bestätigt. Es gibt hier für den Reha-Bereich, den medizinischen Bereich, für die Trainingsarbeit, für die Kraftarbeit in Hallen, für das Teambuilding heute. Es gibt hier wirklich alle erdenklichen Möglichkeiten. Es ist alles das hier vereint, was man sich sonst wo anders im Prinzip zusammensuchen muss, wo man vielleicht ein Kraftstudio sich hier suchen muss, ein Fitnesscenter woanders und. Das ist alles hier an einem Fleck. Und die Plätze sind so gut, das haben gestern alle Spieler bestätigt, wie sie sie noch nie irgendwo jemals gesehen haben. Und im Grunde genommen, wenn es jetzt gut zu Ende geht, keine Verletzten, das Wetter hält. Das Wetter ist im Moment übrigens besser als in Österreich. Wir haben mit ein paar Vereinen in Österreich Kontakt, die fluchen darüber, dass es so regnet. Als ich es gebucht habe, hat mein Manager Christian Heidel gesagt, wie kommen wir denn jetzt nach England, da müssen wir ja Regenschirme mitnehmen. Da werden wir jetzt auch gerade noch eines Besseren belehrt. Also wenn das alles so bleibt, dann war es definitiv die beste Lösung und das Beste, was wir machen konnten. Als, das dann, als wir da die Leute so auf die Webseite geguckt haben, gesagt haben, 3 Tage nach uns kommt Barcelona, später kommt noch Porto. Das ist ja die richtige Reihenfolge. Erst Mainz und dann die großen internationalen Vereine. Nein, das zeigt aber auch nur, dass ein Jahr nach der Öffnung, weil das Ganze gibt es ja erst seit einem Jahr, auch andere Vereine, und zwar von ganz großen Kalibern, darauf aufmerksam geworden sind, dass es hier nichts Besseres gibt im Moment in Westeuropa. Und Barcelona zum Beispiel macht das erste Mal seit vielen Jahren ein Trainingslager, das sie vollkommen bezahlen. Also üblicherweise verkaufen die sich ja immer und machen ein Spiel irgendwo und lassen sich alles bezahlen. Aber die haben auch gesagt, das ist so gut hier, wir wollen hier hin und hier muss man bezahlen, weil sie das nicht mit Spielen verknüpfen. Das sagt auch was aus.